Was geht, Buddies, und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Boost Company. Ich bin Justin und ihr seht schon, es fehlt ein Auto da hinten und keine Sorge, ich habe es nicht schon wieder verkauft. Wir haben kein Auto geschlachtet, es steht hier auf der Hebebühne. Denn wir wollen heute weitermachen am E36 Individualcoupé. Im nächsten Video möchte ich das erste Mal auf der Straße fahren und eine Auspuffanlage montieren. Wir haben aber vorher noch ein kleines Problem und um das sollten wir uns heute kümmern und dieses Auto erstmal hochnehmen, denn dann können wir uns das Problem mal angucken. Bevor wir jetzt aber eine Abgasanlage montieren können, haben wir ein kleines Problem. Denn schaut euch mal hier die Halter an. Also auch wenn ihr da oben guckt, von der Mutter da oben ist eigentlich gar nichts mehr übrig. Auf beiden Seiten hier ist zwar eine ab, aber die hintere sieht auch wirklich katastrophal aus und die ganzen Halter sind auch nicht mehr so schön. Deswegen habe ich hier so ein komplett neues Set gekauft, wo alles dabei ist, was wir jetzt da montieren können. Das Problem ist aber, natürlich können wir das nicht auf die rostigen Muttern und Schrauben da drauf montieren. Das wäre wirklich Katastrophe und das wäre nicht mein Anspruch bei diesem Projekt. Und da du beim E36 ganz gut rankommst, das kann ich euch hier zeigen, um diese Schrauben auszubohren. Denn ihr seht zum Beispiel hier diese beiden Punkte, das sind quasi eure Auspuffhalter nach unten. Die können wir einfach wegbohren, genauso wie da und da. Dazu müssen wir den Kofferraum da ein bisschen auseinanderbauen, aber dann machen wir das direkt vernünftig. Ich habe jetzt einmal hier aus dem Kofferraum alles rausgeholt, diese Kofferraummatte ausgebaut. Hier einmal diese ganze Seitenverkleidung weggemacht und natürlich, wie es bei diesem Auto auch klar war, ist hier ultra viel Rost auch von oben. Darum kümmern wir uns auf jeden Fall später. Ich packe das mit auf meine Merkmale. Liste. Das ist jetzt noch nicht durch. Ich habe da gerade schon mit dem Schraubendreher ein bisschen dran rumgestochert und wir müssen zum Glück nicht an diese beiden Schrauben ran, denn wir müssen die beiden hier vorne lösen und die beiden auf der hinteren Seite, also die und quasi die. Das Schöne ist, dass du beim E36 halt gut rankommst. Wir können die jetzt einfach von oben ausbohren und dann sollte unser ganzer Halter hier samt Schraube einfach mit runterkommen und dann ist der schon mal aus dem Weg. Am Ende können wir dann schöne Schrauben hier oben reinmachen und was wir da machen, weiß ich noch nicht, ob wir das ein bisschen ausschleifen, wie wir das später lösen. Aber erstmal sollte jetzt alles vorbereitet sein, dass wir die Abgasanlage verbauen können. So, ich habe mir das Ganze jetzt hier ganz vorsichtig vorgekörnt und wir nehmen jetzt erstmal einen kleinen Bohrer, weil ich habe früher immer den Fehler gemacht, dass wir direkt mit einem großen Bohrer da drauf gejagt haben. Das macht in der Regel keinen Sinn. Bohrt euch lieber erstmal klein vor und dann können wir immer noch einen größeren Bohrer nehmen. So, hoffentlich. Oh ja, mit Schlag. Mit Schlag ist immer schlau. Ich schätze mal, das reicht schon nämlich, damit wir da gleich vernünftige Führungen drin haben und das Ganze dann tiefer bohren können. Obwohl, ein bisschen könnten wir noch, dann hast du es ein bisschen leichter. So, und wenn man scharfe Bohrer hat, siehst du, dann hat man da schon ein ganz gutes Loch gemacht, mit dem wir jetzt auf jeden Fall weiterarbeiten können. Und das Gleiche machen wir jetzt mit dem großen Bohrer und dann klappt das Ganze hier hoffentlich, ohne dass wir groß die Karosse am Ende zerschneiden müssen, weil ich da ein Riesenloch reingemacht habe. Das Ganze ist jetzt fertig. Wolle, schau mal, wir haben das jetzt hier ausgebohrt. Hier einmal direkt drauf. Und da werden wir jetzt mit diesen frischen, schönen neuen Schrauben, natürlich vier Stück, eine liegt da noch, das Ganze wieder einbauen, dass das wieder ganz vernünftig ist. So können wir das aber nicht machen. Wir können das nicht einfach so lassen, dann würde es direkt wieder rosten. Ich habe die anderen Roststellen jetzt schon extrem mit einer Drahtbürste abgeschrubbt. Ich sauge jetzt hier einmal den ganzen Dreck raus, damit wir die ganzen Späne weg haben. Und dann behandeln wir das wieder mit unserem Rostumwandler. Das zeigen wir euch aber gleich. Erstmal. Dicker mal stecken. Danke. Danke für den Tipp. Ah, jetzt geht's. Erstmal müssen wir alles aussaugen. So sieht übrigens jetzt eine Schraube aus, die aufgebohrt wurde. Also wir haben wirklich sehr, sehr mittig in der Schraube gebohrt. Das ist sehr, sehr gut, weil so haben wir nicht viel an der Karosserie kaputt gemacht. Damit wir die Karosserie jetzt weiterhin so gut erhalten, wie sie ist, nehmen wir hier wieder unser Brunox. Ihr wisst, ich schwör da wirklich einen Teufel drauf. Wolle, du weißt es auch, ne? Hier bei unserem Blech aus dem Cabrio, wie du gesehen hast, dass es den Rost auffrisst, das ist schon echt gut, oder? Oder was hältst du davon? Beste. Beste, ja, es ist wirklich Beste. Ne? Und das benutzen wir jetzt hier. Und damit können wir eine ganz dünne Schicht, das Gute ist, das nebelt nicht so dolle und so. Da brauchst du jetzt nicht viel abkleben. Du solltest natürlich jetzt nicht hier sprühen, das wäre ein bisschen Katastrophe. Aber wenn du das hier vorsichtig da reinsprühst, ist das schon ziemlich, ziemlich gut. Außerdem, erstmal, wenn man sich das anguckt, jetzt am Anfang sah das ja richtig Katastrophe aus, aber ich guck mal von näher. Wenn man erstmal mit einer Drahtbürste drüber gegangen ist, dann sind die Roststellen auch nicht mehr ganz so schlimm. Ne? Klar sind sie da unten noch da und das frisst jetzt so ein bisschen den Rost auf und macht einfach, dass das nicht viel weiter rostet. Das ist dann so richtig ein bisschen beschichtet und deswegen tragen wir das jetzt einfach in einer ganz dünnen Schicht
da drüber auf und natürlich auch hier. Ordentlich auf unsere Verschraubpunkte. Das Gute ist jetzt nämlich, dass das Ganze gleich eine Grundierung ist. Heißt, wir brauchen das später nicht mehr grundieren. Können jetzt die ganz frischen Schrauben reinmachen und das Ganze verschrauben. Und ich schätze mal, das ist eigentlich die beste Lösung. So haben wir das Problem gleich erstmal nicht gestoppt. Ich schätze, es könnte trotzdem weiter rosten, gerade auch von unten und so. Aber wir haben das erstmal hinausgezögert, dass wir uns um den ganzen anderen Rest von diesem Auto kümmern können, bis wir so eine Ecken da behandeln. Wir machen jetzt die Schrauben rein und dann schrauben wir von unten einmal den frischen Halter wieder an. Und Wolle, weißt du, was das Beste ist? Dieses Zeug hat eine ganz besondere Eigenschaft. Weißt du, das ändert die Farbe und du weißt, welche Farbe. Ja, denk mal nach, wenn das reagiert. Nein, das wird lila. Das wird lila. Und das Auto ist? Sieht aus wie lila. Das Auto sieht aus wie lila. Und dadurch wird das auch gleich nachher bei dem Rost kaum noch auffallen. Guck mal, du siehst das jetzt schon, dass die Roststellen so leicht schwarz werden. Und die werden dann einfach knalllila. Weil da, wo es reagiert, gibt es so eine chemische Reaktion. Und dann wirst du erstmal sogar kaum den Rost noch sehen. Wunder über Wunder. Das ist push it to the limit, sage ich immer. Ja, also wenn ihr das Zeug benutzen wollt, kauft am besten lilane Autos. So, das sieht doch gleich wieder herrlich aus. Die frischen Gummis hängen hier drunter, die frischen Schrauben. Alles sieht richtig schön aus. Diesmal auch richtig rummontiert. Wir haben das nämlich gerade schon mal gemacht. Und da waren die einfach verdreht. Das sah natürlich Katastrophe aus. Ich habe mich gewundert, warum das hier so eng ist da an der Heckstoßstange. Jetzt sieht das gut aus. Jetzt sieht das von innen wieder gut aus, also das ist schon mal wirklich ein Goal. Jetzt habe ich aber leider schlechte Nachrichten für euch. Das Auspuffvideo wird ein eigenes Video. Also ihr seht in diesem Video nicht, wie wir die Abgasanlage darunter bauen. Damit ihr das aber nicht verpasst, solltet ihr auf jeden Fall mal diesen Channel abonnieren und vor allem die Glocke auch aktivieren, damit ihr wirklich mitbekommt, wenn wir hier eine Auspuffanlage drunter bauen und die ersten Meter auf der Straße mit diesem Auto fahren können. Wir machen jetzt aber was anderes. Wir gucken mal, also ich baue morgen erstmal die Auspuffanlage ein, drehe ein neues Video für euch. Wir machen aber gleich noch was anderes an dem Auto oder an unserem anderen E36, das werden wir dann sehen. Also jetzt. Eine Ewigkeit später. So, Buddies, nächster Tag, es ist wunderschön draußen, also es sind irgendwie 22 Grad, es ist endkrasses Wetter für Herbst und was mich auch noch glücklich macht, nagelneue Nike-Treter, also so schraubt es sich doch wirklich gerne. Wir machen jetzt noch weiter am E36 Individualcoupé, denn ich habe die Auspuffanlage noch nicht da, die wird gleich erst von Lauras Papa gebracht. Ich habe hier noch eine kleine Sache, die ich sowieso noch machen wollte, die wir jetzt hier zusammen machen können. Ich habe hier noch die originale Motorabdeckung, die sieht ziemlich schlecht aus, also die ist wirklich sehr, sehr dreckig. Wir gucken gleich mal, was wir da noch rausholen können aus der ganzen Geschichte, ob wir das wieder halbwegs schön bekommen, denn der Motorraum, ich mag das ja, wenn es so technisch aussieht, auch so mit den offenen Zündspulen und so, ich finde, das sieht schon sehr, sehr cool aus, aber wir möchten dieses Auto so original wie möglich machen und deswegen schnappen wir uns diese Abdeckung, machen die richtig schön und dann bauen wir die hier mal ein. Was soll ich sagen, Freunde? Es ist schon wieder einige Tage später. Ich glaube, wenn ihr mir auf Instagram oder auf TikTok folgt, dann habt ihr schon die guten Neuigkeiten gehört, dass dieses Auto jetzt läuft. Und natürlich ist da nicht die coolste Abgasanlage drunter. Wir werden dieses kleine Mini-Chromröhrchen natürlich nicht behalten. Aber so ist es einfach eine komplett originale E36 Abgasanlage. Und so bekommen wir erstmal keine Probleme mit der Polizei und erstmal keine Probleme mit dem TÜV. Denn TÜV ist hier das oberste Ziel. Was wir jetzt nicht unbedingt für den TÜV gebraucht hätten. Was aber cool ist, ist die Motorraumabdeckung. Ihr habt das gesehen. Die linke haben wir montiert. Ich habe noch die fehlende besorgt in der Zeit, in den letzten Tagen. So haben wir jetzt hier alles wieder vernünftig original. Wo ihr mir aber mal wieder helfen könnt, ist diese Abdeckung, die hier reingeklippt wird. Die sieht ungefähr so aus, man sieht sie kaum, aber ich weiß, viele von euch, die haben unendlich Motoren liegen, unendlich Autos liegen und so, vielleicht kann mir da einer mit so zwei Kappen behilflich sein, denn ich hätte das alles wieder gerne original. Jetzt bekommt ihr natürlich nächste Woche hier ein Video von der Abgasanlage, wie wir das erste Mal fahren. Natürlich ist es jetzt ein kleiner Spoiler, dass das Auto schon läuft, aber wir möchten hier weitermachen bei unserem anderen E36 Projekt. Es muss überall vorangehen, aber jetzt fragt ihr euch vielleicht, Bruder, warum steht denn der Ab da so nah dran? Das muss doch nicht sein. Ich sag's euch, wir möchten jetzt das erste Mal Strom auf dieses Auto machen und gucken, ob wir irgendwie die ganze Fensterheberproblematik gelöst bekommen. Denn seitdem ich das Auto habe, seit 2019, bevor wir es geschlachtet haben, bevor wir es umgebaut haben, bevor wir irgendwas an diesem Auto gemacht haben, hatten wir schon das eine Problem. Und das Problem waren die Fensterheber.
hier kann man es vielleicht ganz gut sehen, der Vorbesitzer hat hier irgendwie die Scheibe festgeklebt. Und dann habe ich auch gesehen, dass die Scheibe gar nicht mehr am Fensterheber fest ist und oben verkeilt wurde. Wir wollen jetzt erstmal schauen, dass wir hier Strom drauf kriegen, ob hier überhaupt irgendeine Lampe leuchtet, denn den Tacho und die ganzen Bedieneinheiten und sowas, das haben wir ja auch alles erst eingebaut. Anderer Fensterheber ist sogar abgeschraubt, teilweise auseinander, da ist kein Motor drin. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht beide Fensterheber irgendwie wieder zum Laufen bekommen. So sieht das Ganze jetzt aus. Einmal Strom hier an den Kabelbaum vom E36. Relativ easy. Wir gehen hier einfach an den Pluspol der Batterie und haben einen normalen Massepunkt genommen, der Karosserie. Hier sind wir ganz normal auf die Batterie gegangen und der Ab hat natürlich eine echt kleine, süße Batterie. Bruder, bitte halt noch ein bisschen durch. Ich würde ganz gerne heute mit dir nach Hause fahren. Jetzt schauen wir mal, ob wir überhaupt Strom auf diese Kiste drauf kriegen. Ich bin wirklich gespannt. Bruder... Ist das hier? Erstmal geil, Strom geht. Aber habt ihr diesen Warp-Antrieb gehört? Ist das hier Star Wars? Wenn jetzt noch die Fensterheber funktionieren würden, ich muss gerade erstmal die Schalter suchen. Hier liegt einer. Oh, Bro. Schau mal, also der Fensterheber mit Motor scheint zu funktionieren, aber nur die Scheibe ist nach oben verkeilt. Was soll das denn? Die Scheibe ist nach oben verkeilt und da festgeklebt, aber der Fensterheber funktioniert doch. Hä? Das macht schon wieder gar keinen Sinn. Darum kümmern wir uns gleich. Der andere Schalter macht keinen Sinn, weil hier ist kein Motor verbaut. Ich schaue mal, ob ich hier einen passenden Motor finde, den wir da einbauen können und dann sollten wir hoffentlich die Fensterheber wieder zum Laufen bekommen. Eine ganze Zeit tüfteln später ist mir aufgefallen, wir können den Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht reparieren. Ich erkläre euch mal warum. Ein E36 Fensterheber ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Du hast hier einfach einen Motor angeschlossen, der hier über ein Zahnrad diese Schere auf und zu bewegt. Damit diese Schere jetzt aber das Fenster anheben kann, ist die hier in so kleine Plastikknüppel eingerastet. Heißt, hier haben wir einen Kugelkopf. Der geht in so einen weißen Schieber rein, den zeige ich euch gleich. Und der läuft hier in dieser Schiene unten nach rechts und links. Und dadurch, wenn diese Schere sich öffnet oder schließt, geht das Fenster hoch oder runter. Jetzt ist es leider so, dass diese Plastiknippel ganz oft kaputt gehen. Und ich schätze, das ist auch der Grund, warum das beim Vorbesitzer alles so hingefuscht wurde. Obwohl diese Schieber, die da drin sind, vielleicht ein paar Euro kosten. Vielleicht 10, 15 Euro. Und so hätte man das Fenster viel, viel einfacher, schneller und besser reparieren können, als das zu verkeilen und festzukleben. Hier haben wir nämlich diese Schieber ausgebaut mal. Ich dachte, ich kann sie hier aus einem anderen Auto auch noch ausbauen und kann damit heute weitermachen. Aber leider sind die tatsächlich überall kaputt gewesen. Der Kugelkopf rastet eigentlich komplett hier ein. Ist also gerade drin und dann kommt hier eine Klammer drüber. Aber eigentlich ist auch, damit die Klammer hält, das Ganze komplett rund. Ihr seht das aber, durchs Weitwinkelobjektiv ist es ganz oft schlecht, hier so Sachen zu erklären, die relativ nah dran sind. Ihr seht aber, dass hier auf der Oberseite der halbe Ring fehlt. Das ist nämlich nach oben ausgebrochen, dieses Plastik. Das ist ja einfach nur dünnes Plastik. Ihr seht das, hier ist es auch ausgebrochen und da oben sowieso. Und dadurch, dass das ausbricht, hält die Kugel da drin nicht mehr. Ist die Kugel rausgerutscht, geht eure Schere einfach hoch und runter, ohne euer Fenster zu bewegen, da die Kugel ja nicht mehr im Fenster ist und das nicht mehr verbindet. Und das ist schlecht. Das ist da auch passiert. Ich werde jetzt erstmal so eine weißen Schieber bestellen, damit wir das Fenster da wieder instand setzen können. Jetzt gucken wir uns die andere Seite an. Vielleicht können wir wenigstens den Fahrerfensterheber heute noch retten. Denn ich habe mir hier aus mehreren Motoren einen funktionstüchtigen Motor zusammengebastelt. Ihr habt hier diese Spule, da kommt dann hier dieser Widerstand mit euren Steckern dran. Und sowas habe ich mir hier zusammengebaut. Und siehe da, dieses Ding funktioniert. Diesen Motor können wir jetzt theoretisch hier einschrauben, können das Fenster hier verschrauben, weil der ganze Fensterheber ist eigentlich vernietet. Der ist überall lose, da ich den mal abgebaut habe, da ich das Türfangband ja hin und her gebaut habe. Und dann sollte zumindest unser Fahrerfenster wieder funktionieren, denn da sehen diese Schieber gut aus und sind mit einer Klammer immer noch gesichert. Knapp halbe Stunde später haben wir es schon gelöst. Also der Kabelsalat sieht ja natürlich jetzt hier noch ultra wild aus. Darum werden wir uns auch noch kümmern. Der selbstgebaute Motor ist jetzt hier wieder drin und funktioniert tatsächlich auch. Die Schieber sind fest und ich habe hier mit Schrauben das Ganze erstmal verschraubt. Nur an einer Stelle komme ich nicht ran und das ist hier oben. Da muss ich auf jeden Fall den Fensterhebermotor noch vernieten. Aber wenn wir jetzt hier einmal wieder Zündung anmachen... Naja, ich habe gerade die Lüftung getestet, die funktioniert nämlich auch schon. Dann haben wir hier unsere Schalter und können das Fenster fahren.
ohne Probleme. Das ist schon mal sehr cool. Ich habe jetzt nur eine Frage noch an euch, an die Boost Buddies hier. Denn ich weiß, ihr kennt euch immer aus und sagt mir auch ganz gerne, wenn ihr was wisst. Hier ist so ein Schieber drin. Der ist da in der Mitte auch. Ich blende wahrscheinlich einfach mal ein anderes Bild ein. Hier ist so ein Schieber drin. Ich sehe die Funktion aber nicht von diesem Schieber. Denn hier fährt nichts dagegen. Und ich habe ihn jetzt einfach weggelassen, weil ich auch keinen passenden mehr dazu hatte. Ich habe einen aus dem anderen Fensterheber ausgebaut. War aber nicht der richtige. Wozu ist dieser Schieber, der hier hin und her geschoben wird und festgeschraubt wird? Wie gesagt, ich sehe den komplett sinnfrei. Aber ja. Alles in allem wieder ein erfolgreiches Wochenende. E36 Individualcoupé läuft. Video kommt. Wird geil. Wir haben da auch gleich den Auspuffhalter hinten vernünftig gemacht, sodass es geht sogar die Coupé-Funktion. Wenn du das Fenster nämlich aufmachst und es ganz oben ist. Hä? Ja, nur falsch rum, oder? Bruder, es geht einfach falsch rum. Wenn du die Tür zumachst, dann fährt's runter. Und wenn du die Tür aufmachst, dann fährt's hoch. Das ist genau die falsche Richtung. Okay, gucken wir uns im nächsten Video an. Ist ziemlich heikel. Könnte auch irgendein Steckerproblem sein. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, Individualcoupé läuft. Auspuffhalter sind vernünftig dran. Bei diesem Auto haben wir die Fensterheber repariert. Also alles in allem ist wieder ordentlich was passiert. Die Motorabdeckung ist drauf. Wir haben gleich die passende zweite Motorabdeckung besorgt. Also ein bisschen was haben wir gemacht. Im nächsten Video geht's weiter. Stay tuned und ciao. Drifting away, but I know you're not the type to